So, meine Freunde, hier ist wieder euer Survival Willi mit einer Sondermeldung. Ja, eher einem kleinen Zusatz zu meinem Lieblingsthema Licht. Ihr wisst, ich liebe Licht, weil Licht ist einfach toll. Ja, wenn es nicht gerade Nacht ist, braucht man Licht. Und wie ihr sicher wisst, die Krisen kommen, ja, Nahrungsmittelknappheit könnte passieren. Was auf jeden Fall kommt, ist diese Inflationskrise, die sich immer mehr zuspitzt, auch wenn man immer wieder in den Medien beruhigend liest, ja, jetzt sind wir ja auf der Spitze, es geht wieder, nein. Einen Monat später liest man ja meistens, ja, ist nochmal gestiegen, aber jetzt sind wir garantiert auf der Spitze, ja, das ist so. Die Menschen, die nicht selbstständig denken können, werden damit beruhigt und denken dann, ja, aber jetzt ist es ja, ja, jetzt kann es ja nur noch besser werden. Nein, es wird immer noch schlechter, wie man denn aus, ja, anderen Ländern hört, dass da die Banken kurz vorm Kollaps stehen. Das betrifft dann auch uns, Leute. Die Banken, das Finanzsystem, das hängt schon so ein bisschen zusammen. Deshalb, Leute, seid vorbereitet. Und da habe ich so ein kleines Zusatzartikelchen gefunden. Kosten 10er im Laden, das habe ich auch mitgenommen. Ja, mal nichts von Amazon, wow. 10 Euro habe ich mir gedacht, hat auch Katzi toll gefunden. Das nehmen wir mit. Denn was passiert denn im Ernstfall? Und ich setze mich jetzt gleich mal wieder vor euch. Katzi, du musst weichen. Ja, weiche. Das haben wir nicht geübt, Katzi und ich. Aber da der Grey Katzi so toll findet, muss Katzi natürlich auch einen festen Platz im Video haben, ne? Wie ihr sicherlich wisst. Also, um was geht's hier heute? Es geht um eine Solar- und Kurbeltaschenlampe. Ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, was willst du mit dem Mist? Du hast eine Jackery, du hast akkubetriebene Lampen, du hast batteriebetriebene Lampen, du hast deine X-Dragon, um die Akkus wieder aufzuladen, du hast die Jackery, um aufzuladen, du hast gefühlt 1000 Lampen, die aufgeladen sind, wo du wahrscheinlich einen Monat mit durchleuchten könntest. Ja, aber für den Fall der Fälle, dass irgendwie die Jackery explodiert, das Solarpanel geklaut wird, das kleine X-Dragon auch geklaut wird oder explodiert, alle Batterien aufgebraucht sind und wir nach Monaten der schwersten Dunkelheitskrise The Walking Dead mäßig auf dem Zahnfleisch laufen, kommt dieses kleine Fun-Gadget. Wie gesagt, Fun-Gadget, weil habt eine vernünftige Lampe da, am besten Akku betrieben und die Möglichkeit, sie aufzuladen. Aber als Fun-Gadget und als äußerstes Notfall-Gadget, für ein Blackout vielleicht auch, wenn man kein Geld für teure Taschenlampen hat, ist das super. Fangen wir mal damit an mit dieser tollen Solartaschenlampe. Die, laut dem Hersteller, lädt sie mit Sonnenlicht oder Handkurbel auf. Sonnenlicht, wisst ihr, bei so einem kleinen Solar-Ding, ihr könnt sie tagsüber in die Sonne legen, aber viel wird es nicht bringen. Ja, das ist immer so diese kann, muss aber nicht viel bringen. Aussage. Steht hinten auch drauf, ideal als Notfalllicht, jederzeit einsatzbereit, dank Solarenergie und Handkurbel. Ja, haben die recht mit. Ideal auch für Outdoor-Aktivitäten in Notfällen und bei Stromausfällen. Total berechtigt, kann man Outdoor mitnehmen. Ich zeige euch gleich das Ding und sage euch auch warum. Funktioniert ohne Batterien, ohne USB-Kabel und ohne Internet. Also eine Taschenlampe, die Internet braucht, habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Auch mein Smartphone kann ohne Internet die Taschenlampenfunktion benutzen. Aber gut, es scheint Taschenlampen zu geben, die Internet brauchen. Finde ich interessant. Haut es mir in die Kommentare, wenn ihr eine kennt, die Internet braucht. Ich weiß ja nicht, was man da macht. So, weiter geht's. Eine Akkuladung reicht für ca. 2 Stunden Licht. Also ist echt eher so ein Notfallgadget, wenn ihr dann wirklich mal richtig Blackout habt, ne, zum Überbrücken, wo ihr dann immer mal wieder nachkurbeln müsst. Und sie ist klein, leicht und handlich. Ja gut, ist ein Pluspunkt, wenn sie dann klein ist, wenig Platz wegnimmt und handlich ist. Wir holen sie mal raus. Der Karton wurde so an der Seite geöffnet. Ich habe sie natürlich schon rausgeholt, mal ausprobiert, ob sie überhaupt funktioniert. Sonst hätte man sie gleich zurückgeben können im Laden. Mache ich immer, bevor ich den Laden dann verlasse. Und in dem Karton drin habe ich jetzt den Kassenbon und das noch eine Bedienungsanleitung. Aber ganz ehrlich, Leute, eine Bedienungsanleitung für eine Kurbeltaschenlampe. Ich bitte euch. Hier nochmal, was auf der Rückseite so draufsteht, ihr könnt ja Pause drücken, wenn man es überhaupt erkennen kann. Ich weiß nicht, ob spiegelverkehrt lesen euer Ding ist. Also bei mir auf dem Bildschirm ist es spiegelverkehrt. Aber wie gesagt, nur nochmal, damit ihr es auch wisst, was ich damit meine. So, kommen wir mal zu dem tollen Gerät, das EasyMax Taschenlämpchen, so heißt die Firma. Vorne
Obendrauf habt ihr das Solarfeld, was wie gesagt, also es wird ein bisschen was bringen, aber ne, ihr kennt es von Powerbanks mit Solar. Verlasst euch nicht drauf. So, oben drin in dem Ding selber, ich bin mal gespannt, wie lange das halten wird, ist so eine Art Karabinerfunktion eingebaut, also richtig im Hartplastik mit drin. Macht einen robusten Eindruck, schnappt auch gut zu. Jetzt nicht so fest, also wenn man dagegen kommt, könnte es abgehen, aber wie gesagt, so um es an Rucksack zu machen, 1A Sache. Und hinten habt ihr die Kurbel, ist so eine kleine, ja, ich weiß nicht, fühlt sich wertig verarbeitet an, aber ich weiß nicht, wie lange die überlebt. Also so eine Sachen, sage ich immer, ist ein Fun-Gadget, ob das jetzt eine komplette Krise übersteht, weiß ich nicht. So, wenn wir dann kurbeln, oh, ja, guck mal, die ist zu klein für meine großen Hände, ja. Kurbeln wir, kurbeln wir, kurbeln wir, kurbeln wir, kurbeln wir. Ja, da müssten wir jetzt einige Minuten, glaube ich, kurbeln, um ein bisschen Licht zu kriegen. Die ist ja zum Glück vom Hersteller immer noch grundaufgeladen. Ja. Steht auch wieder drauf, man sollte den jetzt raus. Ich habe es ein bisschen nachgekurbelt. Ich mache gleich nochmal ein Video in meinem Dunkelzimmer. Aber wie gesagt, dann seht ihr, dann habt ihr hier euer Licht. Und ja, ist eine Notfalltaschenlampe. Was soll man dazu sagen? Also ich würde sagen, ich mache jetzt noch mal ein kleines Clipchen, Videochen. Gott, wie ist das an? Videochen. Chen. Ja, jetzt werde ich zum Chinesen. Chen. Falls jetzt wieder einer rumzickt, Leute, Mann, das ist Comedy. Ja, das ist Humor. Hört mit eurem Rumgeheule auf. Cool, doch halt deinen eigenen oder so. So, weiter geht's. Wir gehen dann mal in die Dunkelkammer. Mit Katzi wieder mit dabei. Also Leute, bis gleich. Seid vorbereitet, bleibt dran. Ich danke fürs Einschalten. Katzi. Moin Moin Leute, hier ist wieder euer Survival Willi aus dem Testraum für Leuchtmittel und Sinnlosigkeiten. Also stellen wir uns vor, wir sind hier gerade in so unserem Vorratsraum oder Keller oder was auch immer zugange bei uns in der Rümpelkammer hier. Und ganz plötzlich passiert das, was niemals passieren sollte im sichersten Stromnetz der Welt. Ja, der Strom ist weg. Ja, was machen wir jetzt? Taschenlampe mal kaputt oder nicht da oder ihr seid woanders. Aber es gibt tatsächlich Rettung. Die Kurbeltaschenlampe. Schnell zückt ihr sie von eurem Rucksack aus der Hosentasche. Kurbelt ein bisschen in der Dunkelheit, während die Monster und Dämonen euch schon umzingeln. Und es werde Licht. Ja, Licht ist da. So, die Kurbeltaschenlampe funktioniert tatsächlich. Wie wir sehen, Licht ist da. Ich nehme die Kamera mal wieder auf. Ich wollte nur mal ein bisschen Special Effekten hier, meine Freunde, meine Damen und Herren der Schöpfung. So, und wir haben Licht. Wir testen mal, wie gesagt, das Augenmaß ist immer besser, aber die ist echt gar nicht mal so dunkel. Zum Orientieren wirklich, in einem Blackout-Fall vollkommen ausreichend. Ich leuchte auch mal hier wieder alles an, hier so mein Vorratsregal. Total super, man kann alles sehen. Ne, auch Katzi, auch Passivlicht, wenn ich sie jetzt an die Decke hängen würde, ist wieder so, dass ich mich, naja, einigermaßen orientieren kann. Ich kann alles erkennen, jetzt nicht unbedingt lesen im Raum, aber wie gesagt, als äußerste Notfalllampe, wenn alle anderen Sachen versagt haben, kaputt gegangen sind, geklaut wurden, explodiert sind, ist diese Taschenlampe wirklich ja, toll. Und für 10 € kann man nicht meckern. Ja, gab es beim Discounter. Ich denke mal, die kriegst du auch bei Amazon oder so. Aber ich habe es jetzt durch Zufall gesehen. Und ich habe sie bei Amazon damals, habe ich so eine ähnlichen Lampen, habe ich damals gesehen. Die kosteten dann immer so, ja, zwischen 12 und irgendwas aufwärts. Da hatte ich immer keine Lust drauf. Aber für 10 habe ich mir gesagt, komm. Früher hast du geraucht, hast jetzt Zigaretten dafür geholt, jetzt holst du den Taschenlampe. So, wollte ich euch nur noch mal zeigen, dass wirklich hier alles wieder geht. Und ja, ich würde sagen, Katzi und ich gehen wieder in die Dunkelheit zurück. Denn da fühlt Katzi sich wohl, wie der Grey immer sagt, das dämonische Kätzchen. Over and out.